Hallo, Markus hier von markusfotos.de. In der letzten Woche habe ich hier meinen ersten Lightroom-Workshop gehalten und dabei ist eine Frage aufgekommen, die ich auch bei euch in den Fragen und in den Foren immer wieder lese, und zwar die Frage nach dem richtigen Backup. Ich möchte in diesem Video mit euch einmal vom Shooting bis hin zur Sicherung und Archivierung zu Hause die verschiedenen Methoden und Möglichkeiten durchgehen, die es so gibt. Denn da gibt es eine ganze Menge Fehler und da gibt es auch ein paar Falschannahmen, die ich in diesem Video einfach mal aus dem Weg räumen möchte. Nehmen wir als Beispiel mal eine Hochzeit, denn eine Hochzeit ist so ein bisschen der Worst Case. Wenn da mit den Daten was passiert, hat man einen ziemlich schweren Stand und deswegen kann man eigentlich sagen, wenn man für eine Hochzeit gerüstet ist, dann schafft man auch alle anderen Shooting-Situationen mit einer gewissen Leichtigkeit. Mein erster Rat für euch geht in die Richtung, dass ihr, falls eure Kamera die Möglichkeit bietet, mit nicht nur einer Karte zu arbeiten, sondern gleich zwei Karten in die Kamera zu stecken, dann solltet ihr diese Möglichkeit nutzen und dann in der Kamera das Ganze so einstellen, dass jedes Foto, das ihr macht, auf zwei Karten gespeichert wird. Der Vorteil ist ganz klar, geht eine der beiden Karten kaputt, habt ihr noch die zweite Karte, mit der ihr arbeiten könnt. Wenn ihr diese Möglichkeit nicht habt und auch selbst wenn ihr sie habt, solltet ihr zusätzlich noch darüber nachdenken, mit kleinen Karten zu arbeiten, statt mit einer großen, die ihr das ganze Shooting über benutzt. Der Vorteil der kleinen Karten ist der, dass ihr immer nach einem gewissen Zeitraum die Karten tauschen könnt und habt dann den Vorteil, selbst wenn mit einer dieser Karten etwas nicht in Ordnung ist, habt ihr beispielsweise das Shooting auf vier Karten geschossen, habt ihr eben nicht das ganze Shooting verloren, sondern nur ein Viertel der Bilder verloren und damit noch eine gewisse Chance, das Wichtigste zu retten. Wenn ihr die Karten dann wechselt, könnt ihr auch gleich ein Backup davon machen. Dazu gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt ein Notebook dabei, auf das ihr eine Kopie der Daten macht. Vorteil dabei ist, ihr könnt auch gleich kontrollieren, ob mit den Bildern alles in Ordnung ist oder ob es vielleicht einen Defekt in der Kamera gab oder so, den ihr vielleicht nicht entdeckt habt. Vorteil ganz klar hier beim Notebook, die Sichtkontrolle. Wenn ihr kein Notebook mitnehmen wollt oder könnt, gibt es auch die Möglichkeit, mit externen Festplatten zu arbeiten. Zum Beispiel gibt es hier von Western Digital die My Passport Wireless. Da ist nicht das Wireless die Besonderheit, sondern eben die Möglichkeit des eingebauten SD-Kartenlesers, der dann auch gleich eine Kopie der Karte auf der Festplatte anlegen könnt. Kleiner Nachteil, ihr habt keine Kontrolle darüber, ob das funktioniert hat oder nicht. Da es aber auch nur als zusätzliches Backup gedacht ist, ist das vielleicht gar nicht so sehr das große Problem und eine ganz gute Möglichkeit. Natürlich solltet ihr die Karten nicht löschen, bevor ihr zu Hause ganz sicher seid, dass ihr die Daten habt und dass ihr sie gesichert habt. Erst dann würde ich euch empfehlen, die SD-Karten zu löschen. Wenn das Shooting vorbei ist und der Hochzeitskuchen gegessen ist, geht's nach Hause und dann steht erstmal der Import aller Daten an. Doch bevor wir dann nach dem Import das schönste Foto von Tante Erna raussuchen, wird es Zeit, dass wir die Daten sichern. Hier gibt es eigentlich immer drei Möglichkeiten, die genannt werden, wenn man mit Fotografen über das Thema Datensicherung spricht. Die erste Möglichkeit ist die Sicherung auf externen USB-Festplatten. Die ist relativ praktisch und, glaube ich, für jeden leicht verständlich. Die zweite Möglichkeit ist die Variante, dass die Daten automatisch in einem Cloud-System gespeichert werden, wie zum Beispiel Dropbox. Dritte Möglichkeit, die meistens favorisiert wird, ist die Variante, zu Hause ein NAS-System mit einem RAID-Verbund an Festplatten stehen zu haben. Und diesen letzten Punkt möchte ich mir mit euch ganz besonders genau angucken, denn eigentlich ist das nach meiner Meinung kein brauchbares Backup. Ja, für alle diejenigen von euch, die noch nicht wissen, was ein NAS-System und ein RAID-System ist, für die möchte ich das kurz erklären. NAS steht für Network Attached Storage, also an das Netzwerk angeschlossener Speicher. Das ist in der Regel eine kleine Kiste, die bei euch irgendwo in der Ecke steht und per Netzwerkkabel an euren Router angeschlossen ist. Auf die Daten dieses NAS-Systems könnt ihr dann von allen Rechnern im Netzwerk aus ganz leicht zugreifen. Die Festplatten in so einem NAS-System sind in der Regel als RAID-Verbund verbaut. RAID steht für Redundant Array of Independent Disk. Es geht also um einen redundanten Verbund von einzelnen Festplatten. Der Vorteil dabei ist, dass Daten nicht nur auf einer Festplatte gespeichert werden, sondern auf mehreren Festplatten. Das hat zum Beispiel Vorteile bei der Zugriffsgeschwindigkeit und hat eben auch den Vorteil, dass beim Ausfall einer Festplatte nicht gleich das ganze RAID-System ausfällt, man also weiter auf die Daten zugreifen kann.
Warum ist das wichtig? Stellt euch vor, ihr seid eine Firma mit vielen, vielen Mitarbeitern und eure Daten würden für einen gewissen Zeitraum von 3 Stunden zum Beispiel nicht verfügbar sein, weil die Festplatte im Server ausgefallen ist. Dann entsteht direkt ein ziemlich hoher Schaden. Ein RAID-System hat den Vorteil, dass man mit den Daten weiterarbeiten kann und der Administrator im laufenden Betrieb die defekte Festplatte austauschen kann und damit wieder ein funktionstüchtiges RAID-System hat. Es geht also nicht um Datensicherheit im Sinne eines Backups, sondern es geht um eine möglichst hohe Verfügbarkeit der Daten, um eben Ausfällen vorzubeugen. Aus genau diesem Grund eignet sich das Ganze auch nicht als Backup, denn ein Backup zeichnet in der Regel aus, dass ich nicht nur einen Stand meiner Daten habe, sondern mehrere Stände meiner Daten. Stellt euch zum Beispiel vor, es hat sich irgendwie ein schleichender Fehler eingeschlichen, zum Beispiel ein Virus, ihr habt es nicht sofort gemerkt und es werden langsam aber sicher alle eure Daten verschlüsselt. Ihr merkt das irgendwann und stellt aber fest, ich habe aber gar kein Backup, was so weit zurückgeht, weil ich zum Beispiel auf meinem RAID nur den letzten Stand habe. Dann ist es ein richtiger Vorteil, wenn man in einem Backup-System viele, viele Wochen zum Beispiel zurückgehen kann und auf den Datenstand dann vor der Virusinfektion zum Beispiel zurückgreifen kann. Ein weiterer Punkt, der von einem RAID-System in der Regel nicht erfüllt wird, ist die externe Lagerung der Datensicherung. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass der schlimmste Fall eben nicht das Löschen einzelner Dateien durch eure eigene Unachtsamkeit ist, sondern dass ein richtiges Problem so ein Totalverlust ist. Der kann zum Beispiel entstehen, wenn bei euch eingebrochen wird und der Dieb nicht nur euren Rechner zum Bildbearbeiten mitnimmt, sondern auch gleich die USB-Festplatten, auf die ihr eure Sicherung macht. Und falls er das RAID-System in der Ecke sieht, wird er das sicherlich auch gerne mitnehmen. Das Gleiche gilt fürs Feuer. Auch das Feuer wird sicherlich keinen Bogen um eure Datensicherung machen. Ein Kriterium für ein gutes Backup, das ein RAID-System aber auf jeden Fall erfüllt, ist die automatische und regelmäßige Sicherung. Denn ihr könnt euch das Ganze so einrichten, dass das Backup eben gemacht wird, ohne dass ihr selber etwas dazu tut. Wenn wir also das NAS-System mit RAID als Backup-Variante einfach mal ausschließen, ist die Frage, welche Möglichkeiten bleiben. Ich habe ja eingangs die externen USB-Festplatten genannt, die sich wirklich gut dafür eignen. Denn alles, was ihr tun müsst, ist sie regelmäßig anschließen, das entsprechende Backup machen und dann dafür sorgen, dass ihr immer mindestens eine dieser Sicherungsfestplatten nicht bei euch gelagert habt, sondern außer Haus. Das kann zum Beispiel bei den Eltern sein, das kann auf der Arbeitsstelle sein oder vielleicht bei Freunden. Wichtig ist nur, dass es eben nicht im selben Haus ist. Ein Vorteil der Sicherung mit externen Festplatten ist, dass das Ganze sehr, sehr schnell geht und externe Festplatten heute auch vergleichsweise preisgünstig sind. Die andere Variante, nämlich die Sicherung der Daten in der Cloud, hat den Vorteil, dass ihr die externe Lagerung eurer Daten quasi prinzipbedingt dazu bekommt. Nachteil ist natürlich, dass eine Sicherung und auch das Wiedereinspielen der Daten über das Internet eventuell sehr, sehr lange dauern kann. Vorteil für uns Fotografen ist allerdings dabei, dass unsere RAW-Dateien, nachdem sie einmal gesichert worden sind, sich in der Regel ja nicht mehr verändern. Alles, was sich verändert, ist der Katalog des Programms, das wir benutzen, wie zum Beispiel Lightroom und alle Daten, die wir sonst drumherum noch so brauchen, wie zum Beispiel Photoshop-Dateien. Nur noch diese müssen gesichert werden und dann geht das Ganze auch relativ schnell. Eine gute Variante ist es, diese beiden Techniken zu mischen. Ihr könntet zum Beispiel darüber nachdenken, eure Daten, also eure RAW-Files, regelmäßig auf externe Festplatten zu sichern und nur euren Katalog und vielleicht das Projekt, an dem ihr gerade aktuell arbeitet, zusätzlich in der Cloud zu sichern. So habt ihr die optimale Lösung aus beiden Welten und müsst die externen Festplatten nicht so oft hin und her transportieren. Noch ein kleiner Hinweis zum Thema Archivierung. Projekte, die abgeschlossen sind, kann man natürlich aus seinem normalen Workflow, was das Bearbeiten und Sichern angeht, herausnehmen. Dazu das Projekt samt einem Katalog einfach auf eine externe Festplatte speichern und lagern. Warnung allerdings an dieser Stelle, Festplatten, die sehr, sehr lange liegen, ohne benutzt zu werden, können kleine mechanische Probleme aufbauen und sich dann zum Beispiel nicht mehr richtig starten lassen. Ihr solltet also auch hier zweigleisig fahren und zu der Festplatte, die ihr in den Schrank legt, auch noch zusätzlich eine Sicherung auf DVD anlegen, die ihr dann vielleicht auch extern lagern solltet. Fassen wir also kurz zusammen. Das NAS oder die RAID-Lösung eignet sich nicht wirklich als Backup, weil wichtige Eigenschaften eines Backups einfach nicht erfüllt werden. Externe Festplatten haben den Vorteil, dass sie sehr, sehr preiswert und leicht zu handhaben sind, haben aber auch den Nachteil, dass ihr tatsächlich dran denken müsst, das Ganze aktiv zu machen.
Die Lösung über eine Cloud hat den Vorteil, dass ihr eben dieses aktive Tun nicht mehr habt. Ihr könnt es einmal einrichten und dann läuft das Ganze automatisch. Allerdings ist das Ganze nicht unbedingt schnell und je nachdem auch mit laufenden monatlichen Kosten verbunden. Meine Frage an euch an dieser Stelle ist natürlich, habt ihr schon mal einen Datengau erlebt und wie seid ihr damit umgegangen und wie sichert ihr aktuell eure Daten? Hier unten gibt es für euch zum Weiterschauen nochmal 6 Tipps zum Thema Lightroom, die man auf jeden Fall wissen muss, und ein Interview zum Thema Fotorecht, in dem Rechtsanwalt Tim Hößmann eure Fragen beantwortet. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.